Hallo Ivana. Hallo. Es freut mich, dich hier am Set begrüßen zu dürfen. Wir beide werden dir jetzt die Achbrokate im Detail präsentieren. Qigong wird ja auch oft als ein Atemtraining bezeichnet, was zwar nur eine unzulängliche Beschreibung dieses Trainings ist, aber dennoch möchten wir beide dir jetzt die Qigong-Atmung im Speziellen erklären. Und zu diesem Zwecke hat es sich Ivana schon gemütlich gemacht, in einer liegenden Position. Ich möchte dir jetzt genau in dieser Position die Atmung erklären, wie wir sie im Qigong praktizieren. Warum im Liegen? Die Übungen sind ja im Stehen. Ganz aus einem einfachen Grund, weil es einfacher ist, diese Atemmethode im Liegen zu erlernen. Und das empfehle ich dir auch jetzt am Anfang. Und somit möchte ich dich jetzt Schritt für Schritt durch diesen Atemprozess hindurchleiten. Wie schaut nun die richtige Atmung aus? Grundsätzlich atmen wir immer durch die Nase ein und aus. Der Vorteil der Nasenatmung ist der, dass die Atemluft gereinigt wird, also von Staubpartikeln befreit wird über die Nasenhärchen. Sie wird befeuchtet und auch angewärmt. Und das ist diese Form der Atmung, die wir im Qigong bevorzugen. Der zweite wichtige Punkt ist der, dass die Atmung in den Bauch fließt. Und das heißt, dass du während dem Ein- und Ausatmen eine konkrete Bauchbewegung wahrnehmen kannst. Wie gelangt nun der Atem von der Nase in den Bauch? Das klingt zwar einfach, aber die Praxis zeigt, dass dieser Prozess relativ schwierig sein kann, vor allem wenn du es versuchst zu forcieren. Das heißt, wenn du jetzt gehört hast, du solltest in den Bauch atmen und du atmest ganz bewusst in den Bauch, dann funktioniert das meistens ganz, ganz schlecht. Deshalb empfehle ich dir als ersten Schritt damit zu beginnen, die Atmung einfach zu beobachten. Wenn du so entspannt auf dem Boden liegst, wie Ivana das im Moment macht, dann beginn damit, dass du beobachtest, wie der Atem durch die Nase ein- und ausströmt. Mach nichts anderes, beobachte nur, Atem kommt durch die Nase, Atem geht durch die Nase. Und mach das für einige Atemzüge. Der nächste Schritt, den wir machen, ist, dass du dir die Frage stellst, wohin fließt dein Atem? Fließt dein Atem jetzt bis in deinen Halsbereich? Fließt der Atem bis in die Brustkorbzone? Oder möglicherweise fließt der Atem nach unten? Alles ist eine mögliche Option. Die Frage ist, wie ist es bei dir im Moment? Wo nimmst du eine Atembewegung wahr? Und das Interessante an dieser Beobachtung ist das, dass der Atem dadurch alleine schon tiefer wird, wenn du nur etwas Geduld hast. Also, Ivana fragt sich im Moment, wohin geht der Atem? Und wir gehen davon aus, wenn ich den Prozess jetzt so beobachte, dass er bis in die Magengegend fließt. Und dann beobachte, welche Bewegungen du in dem Bereich wahrnehmen kannst. Wie bewegen sich die Rippen? Also der Rippenbogen hebt und senkt sich. Es ist genauso eine Bewegung zu den Seiten vorhanden. Und während du das beobachtest, lass deine Aufmerksamkeit dann schrittweise tiefer sinken Richtung Nabel und dann noch tiefer Richtung Unterbauch. Und an dieser Stelle ist es sehr, sehr hilfreich, wenn du entweder deine Hände auf den Bauch legst oder zu Beginn ist es auch eine sehr, sehr gute Methode, mit einem Buch zu arbeiten. Nicht ein kleines Taschenbuch, sondern ein Buch, das ein bisschen schwerer ist. Du legst dir das Buch sozusagen auf den Bauch und dann sieht man relativ schnell, ob der Atem in den Bauch ein- und ausströmt oder nicht. Und du siehst jetzt, beim Einatmen hebt das Buch sich, beim Ausatmen sinkt es wieder nach unten. Einatmen, die Bauchdecke hebt sich,
Ausatmen senkt sie sich. Wenn du dir in dieser Position schwer tust, dann ist das völlig okay. Ein kleiner Tipp, was die ganze Sache erleichtert, ist, wenn du die Beine aufstellst. Das heißt, wir versuchen dieselbe Übung jetzt zu machen, indem wir beide Beine aufstellen. Dadurch ist das Becken weniger fixiert in seiner Position und in den meisten Fällen ist es dann leichter, die Bauchatmung zu spüren. Das ist die Übung mit dem Buch. Zweite Möglichkeit, ohne Buch, du legst die Hände auf deinen Bauch. Und wenn ich Bauch sage, meine ich konkret den Unterbauch. Das heißt, die Hände liegen eigentlich unterhalb des Nabels in einem Bereich, den die Chinesen als Dan Tien bezeichnen, was so viel bedeutet wie das Meer der Energie. Und hier ist aus der Sicht des Qigong unser wichtigster Energiespeicher, den wir versuchen mit den Übungen, die wir heute noch machen werden, aufzufüllen. Gut. Atem fließt jetzt in den Unterbauch. Die Hände heben sich beim Einatmen, senken sich beim Ausatmen. Ein schöner Nebeneffekt dieser Atemmethode ist der, dass du dein Nervensystem beruhigst und dass du innerlich immer ruhiger wirst. Es kann dir auch passieren, dass du nach einigen Minuten auch in der Position einschläfst. Das ist ganz normal. Wenn der Atem so ein- und ausfließt, dann sollte er verschiedene Qualitäten aufweisen. Eine der Qualitäten des Atems ist, dass er langsam ein- und ausströmt, dass er gleichmäßig ein- und ausströmt, dass er tief nach unten fließt und dass er ruhig ein- und ausfließen sollte. Wenn wir im normalen Wachzustand sind, in dem wir uns normalerweise befinden, dann atmen wir so circa 15 Mal pro Minute ein- und aus. Im entspannten Qigong-Zustand kann es sein, dass die Atemfrequenz auf 5 Atemzüge pro Minute sinkt. Und das hat auch eine Auswirkung auf deine Psyche und ist ein Nebeneffekt dieses Trainings, dass der Atem schrittweise tiefer und tiefer wird. Also, kurz zur Wiederholung, wir atmen durch die Nase ein und aus, beobachten den Atem, lassen ihn dann sozusagen von alleine immer tiefer werden. Je weniger du in diesen Prozess eingreifst, umso besser funktioniert er. Und es funktioniert manchmal innerhalb von einer Minute und an stressigen Tagen kann es sein, dass du 10 Minuten brauchst für diesen Prozess, bis der Atem im Bauch angekommen ist. Aber es ist immer eine gute Ausgangsbasis für jegliches Qigong-Training, dass du zuerst in der Lage bist, entspannt, tief und ruhig in den Bauch zu atmen und auch gedanklich frei zu sein. Und dazu ist diese Bauchatemübung perfekt geeignet.